Heute möchte ich euch ein bisschen mitnehmen in den Alltag, was wir heute planen. Ich möchte euch kurz ein Update geben von dem, was wir gestern gemacht haben, was unsere Gedanken, Überlegungen waren, weil heute geht es ums Hängen. Wir werden heute die ersten Kunstwerke an die Wände bringen und wir hoffen, dass es am Ende ein stimmiges Bild gibt. Anna ist unterwegs hierher. Ich werde euch jetzt schon mal ein kleines Update vorher geben. Boah, lass mich dir doch helfen, Erich. Wenn die eine Wucht bekommt. Erich? Und ich fall da nicht runter. Jetzt hör mal auf. Also. Anna hat so Angst, ne? Das ist wirklich verrückt. Genau, die große Arbeit von Fan Cheng, seht ihr, die ist jetzt schon hierher gewandert. Die wird dann letztendlich den Platz da oben an der Wand bekommen. Ich filme hier mal ganz kurz nach oben. Genau, diese große Fläche. Und letztendlich haben wir jetzt viel Zeit in diese, auf diese lange Wand hier investiert. Hier geht es jetzt letztendlich darum, die Überlegung war, diese beiden Stile, also von Hasegawa, von Fan Cheng, die ihr hier seht, und natürlich von Valerie C., sind irgendwie ähnlich, aber irgendwie auch nicht. Und die Angst, die wir hatten, war, dass wenn wir Hasegawa hier in die Mitte hängen, was erste Überlegung war, dass man vielleicht denkt, dass dieser Stil zusammengehört im Sinne von, das ist vielleicht ein älterer Stil, eine Weiterentwicklung, eine Reihe 1, eine Reihe 2, sowas in die Richtung. Und um das klar zu trennen, haben wir gesagt, okay, wir hängen jetzt Fan Cheng dazwischen. Das heißt, wir haben hier Hasegawa, da wissen wir noch nicht genau, ob wir das im Viereck aufhängen, also 1, 2, 3, 4, aber auf jeden Fall bekommt sie hier den Platz. Auch nochmal mit den kleinen Arbeiten, das kann, glaube ich, sehr interessant sein. Und hier wird Fan Cheng seine Wand bekommen, dann wird Valerie hier hängen, plus die zwei Arbeiten hier über der Couch. Das heißt, ich zeige euch das mal hier. Genau, das wird der View sein, das heißt die zwei kleinen Arbeiten hierher. Wir hatten die beiden großen auch schon da stehen, aber das ist einfach zu massig. Also die Couch ist zu klein für die beiden großen Arbeiten und die Wand, das wirkt nicht richtig. Da muss ein bisschen ein Unterschied rein. Der Tisch steht natürlich dann dort. Die zwei kleinen abstrakten Landschaftsmalereien von Valerie kommen dort an die Wand. Genau, und dann das die Doppelwerk hierher und die große nochmal da oder andersrum, das steht noch nicht genau fest. Aber das sind auf jeden Fall jetzt erstmal die Orte festgelegt. Und auf der anderen Seite, hier seht ihr dann die Werke von Frederik. Da kam eben noch ein sehr interessantes Paket mit einem coolen Werk. Genau, hier haben wir nochmal einen ganz klaren Stilbruch, das heißt Valerie auf der Seite, Frederik auf der Seite, dann hier nochmal Valerie, aber ich glaube, diese Wand werden wir so ein bisschen wie eine Collage, sage ich mal, zusammenstellen. Das kann sehr interessant sein, weil man auf seinen Werken auch viel entdecken kann und das natürlich auch alles unterschiedliche Materialien sind, also von Fliesen, ich habe euch das ja schon gezeigt, als wir sie ausgepackt haben, hier hinten dran sieht man einfach, Holz. Ich zeige euch das mal ein bisschen dichter. Der Kamera ist unfassbar schwer. Das sind Holzbretter, verschraubt. Ja. Und dann hier in sehr verschiedenen, vielen Schablonen, die er aufgelegt hat und collagemäßig auch. Also man sieht hier aufgeklebte Materialien, hier gesprühte Materialien, da gemalt von Hand mit Acryl. Sehr, sehr spannender Künstler. Und am gefragtesten sind witzigerweise seine Straßenschilder. Die sieht man hier. Genau, ne? Also hier, ich will es jetzt noch nicht auspacken, weil wenn wir es viel hin und her schieben noch, dann geht dann einfach auch Qualität verloren, das wollen wir nicht. Aber so Vorfahrtsschilder, Stoppschilder, da haben wir auch überlegt, ob man die vielleicht
ja, wie klassisch ein Straßenschild, also wir sie auf einen Ständer stellen und man sie irgendwo im Raum platziert. Oder als Wegweiser, weil auf dem einen ist so ein Abbiegepfeil. Könnte interessant sein. Müssen wir mal schauen und nochmal die Straßenordnung genau durchgehen. Sollen wir es schrauben oder sollen wir es nageln? Das musst du entscheiden. Wie schwer ist sie? Ach, das reicht locker zu nageln. Boah, fall da bitte nicht runter. Nein, nein. Wieso das denn? Ja, weil ey, ich bin schon bei uns zu Hause auf dem Hof Leitern hochgeklettert. Da haben wir zwei solche ausgefahren und eine andere mit einem Spanngurt rangebunden an den Baum ran. Dann haben wir oben die Kuppe abgesägt. Wir haben ungefähr in der dritten Etage da oben gesägt. Und dann hat die Kuppe fast unsere Leiter unten weggeschlagen, als sie runtergefallen ist. Ja. Das ist ja wie Urlaub jetzt hier für dich. Boah, fall da bitte nicht runter. Und dann würde ich tatsächlich doch schrauben. Den rechten und linken. Ach, das reicht locker. Also, da oben war es sehr windig, sage ich euch. Vor allen Dingen, weil die Leiter in sich sehr instabil ist. Wir müssten die eigentlich drehen, ne? Boah, lass mich dir doch helfen, Erich. Wenn die eine Wucht bekommt, eh, das verhältst du nicht. Echt? Nee. Wer? Soll sie nicht lieber mit die Leiter halten, Erich? Ach, ich will Content. Am Ende liegst du hier unten. Ich fall da nicht runter. Jetzt hör mal auf. Na gut. Also. Und vor allen Dingen beim Bild anhängen, ich gehe doch nicht alleine mit diesem Bild da hoch. Seid ihr bereit? Ja. Für den Showdown. Ja, ich sag mal, alle, die jetzt diesen Stream da gucken, die denken sich wahrscheinlich auch, oh Mann, sind die dumm, weil wir müssen die Leiter ja eigentlich. Das Problem ist, wenn ich halt so Druck auf die Wand ausübe, drücke ich die Leiter halt automatisch rüber. Ja. Weißt du? Hast du gerade Angst bekommen? Ja. So, ich gehe jetzt die Leiter hoch. Nimm es dann hier. Bitte mach keine Faxen, okay? Ja. Ach, ich will Content. Kannst du ein bisschen? Ich kann es hier ein bisschen rüberziehen zu mir, dann habe ich mehr Armlänge. Okay. Erich? Ich heb jetzt ein bisschen an und du schiebst. Und warte, Achtung. Boah, das kippt aber nach vorne. Ja, Achtung. Du musst die Ecke da an die Wand drücken. Ich drück sie an die Wand. Genau, dann das darf nicht nach da kippen. Mach nur ganz bisschen. Und hier hängt ein ekliges langes Haar von Fan Sheng oder so, keine Ahnung. Lass das mal lieber drauf. Nein, komm ich ja nicht mehr ran. Boah, das nächste Mal bauen wir das scheiß Gerüst auf. Ja, ja, auf jeden Fall. Ey, mir läuft schon der Schweiß runter. Okay. Nee, ich hab echt ein bisschen Sorgen. Okay, 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 okay. Okay, lass wieder ab, lass wieder ab. Okay, kannst du mal gucken? Genau. Ja, aber erst wenn du unten bist. Also alle müssen sich umziehen, weil alle so viel Angstschweiß haben, oder was? Unfassbar. Nein, also ich sag's euch ehrlich, die Überlegung ist, ob es zu gefährlich ist, das Bild so hängen zu lassen. Weil wenn es runterfällt,
Jo, ciao, 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 ciao. Ciao. Ciao, tschüssi. Wenn es runterfällt, dann fällt es halt direkt auf den Boden. Und wenn da jemand läuft, ist halt echt ein Problem. Und hier sieht es vor allen Dingen schräg aus, ne? Aus der Kamera. Scheiße. Ja, gerade. Nee. Doch. Und du hörst jetzt auf, hier rumzulabern mit deiner Kamera, sondern wir fangen. Wobei, wir machen so, wir sagen, wir hängen es nicht mittig, weil wir die Beleuchtung dann ein bisschen weiter weg haben. Dann ist die Beleuchtung besser. Ja? Okay. Okay. Anna hat so Angst, ne? Das ist wirklich verrückt. Hier bin ich wieder. Und zwar, wir haben uns jetzt dazu entschieden, die Arbeit hier oben über uns doch noch mal rechts und links zu fixieren. Daher gehe ich jetzt noch mal auf die Leiter und schraube rechts und links eine Schraube schnell rein. Genau, weil das Problem ist, ich erzähle es euch gleich, wenn ich oben bin. Marie sichert die Leiter unten. Das Problem ist, wir haben da das Fenster immer offen, dass wir Durchzug haben. Und wenn Wind unter die Leinwand kommt, dann fliegt die. Und das wollen wir nicht. Okay, Leinwand ist sicher erstmal, aber ich glaube, ich muss noch mal in den Baumarkt. Und ich hole noch mal andere Klammern, die ein bisschen mehr über die Leinwand gehen, dass es nicht rausrutschen kann, weil jetzt ist einfach noch zu viel Risiko. So Leute, ich gebe euch jetzt noch mal abschließend einen kurzen Überblick von dem, was wir heute geschafft haben. Und zwar die Werke von Julia hängen jetzt alle, bis auf zwei. Wir haben ja einfach keinen Platz. Das ist aber auch okay, weil wir eine dynamische Hängung haben. Das bedeutet, wenn jetzt, sag ich mal, diese Arbeit hier von Hasegawa verkauft ist, dann hängen wir eine andere Arbeit nach. Ja? Von ihr haben wir zum Beispiel auch noch eine weitere so eine große Arbeit, die wir jetzt nicht aufgehängt haben. Die vier kleinen haben wir halt dafür aufgehängt. Und ich glaube, das ist schöner, nochmal so einen Eindruck davon zu bekommen, was es auch an anderen Formaten gibt. Genau, ansonsten haben wir die große Arbeit von Fan Sheng aufgehängt, was natürlich ein Mega-Akt war und das auch einfach ein bisschen dumm, was wir da gemacht haben, weil ich glaube, ihr habt es noch ein Stück vorher mitbekommen, wir haben es dann aber rausgeschnitten, der Galerist über uns kam rein und meinte, hey Leute, bei der Leiter passt bitte auf, vor einem Jahr oder so ist ein Kollege von ihm genauso verstorben, also ein Kollege nicht im Sinne von Arbeitskollege, sondern auch ein Galerist aus Leipzig oder ein Helfer, war dann 4 Tage im Koma. Also man muss extrem aufpassen und lieber mehr Vorsicht als nicht. Ich weiß noch, bei uns früher zu Hause, ich komme vom Selbstversorgerhof und wenn wir dann geflext haben, schnell irgendwie ein Schutzblech abflexen wollten oder eine Holzplatte oder so sauber machen wollten, und unser Vater hat das gesehen, dann ist er auch richtig sauer geworden. Warum keine Schutzbrille? Warum keine Kopfhörer? Man denkt dann halt so, ja, mach ich schnell. Und in diesem einen Moment löst sich was von der Fleckscheibe und springt dir ins Auge oder so. Deswegen nochmal Appell auch an euch, wenn ihr irgendwas aufhängt, aufbaut, wie auch immer, sichert es einfach. Sagt jemand Bescheid, der soll die Leiter halten oder so. Und nicht so lebensmüde sein, okay, ich mache jetzt einfach, das geht schon gut, ja, und mach's, ist ja nur eine schnelle, kurze Aktion. Ich fall da nicht runter, jetzt hör mal auf. Also. Aber genau da passieren dann die Fehler. Genau, daher geht es morgen weiter. Hier unten hängt soweit alles. Wir müssen bei der Wand von Frederik nochmal schauen, die Kunstwerke, das stimmt noch nicht so richtig. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Dokumentation bzw. den nächsten Vlog. Und abonniert den Kanal, das ist ganz wichtig, dass ihr informiert werdet, wenn ein neues Video online kommt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal ein paar Kommentare runterschreibt. Was gefällt euch? Was findet ihr nicht so gut? Auch gerne kritisch, gebt uns Feedback oder sagt uns, was ihr euch wünschen würdet, was wir noch viel mehr machen sollen. Dann legen wir darauf Fokus und freue ich mich, von euch zu hören.